Folge 30 Borderlands, ich füttere die Fische. Bitte was? Ich hab hier die Fütter gefischet. ja. Da kriegt man so ein Challenge-Ding fertig. Wie machst du denn das? E drücken. Geht wohl nur einmal. Tja, egal. Türe auf. Weiter im Text. Und ein Reisefenster. Ich reise doch so gern. Wir müssen immer noch auf der Mondbasis in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ach, das machen wir. Richtig. R&D, Baby. Ach, schön, dass du es geschafft hast. Komm zu mir. Aber Vorsicht, die Talks sind aus ihren Käfigen ausgebrochen. Natürlich. Gab es nicht schon mal in irgendeinem Borderlands so eine Forschungsstation? Ich glaube schon. Borderlands 1? Obwohl ich darüber nachdenke, ich erinnere mich doch an Gladstone. Er hat die Forschungsabteilung mit aufgebaut, hat selbstständig ein Team eingestellt und einen Haufen cooles Zeug gebaut. Anständiger Kerl. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn umbringen sollen. Daniel ist ein Maschinengewehr. Wo? Hier, bei mir, wo ich gerade stehe. Kann das was? Ich rache mal so ein Laserding. Boah, das ist ja hier ein. Ist ja. Ein Fest der Genauigkeit. Nee, das bringt mir nicht viel, aber danke. Präzisionsparty im Gewehr. Da ist der Dings. Wir müssen erst die Torx alle umbringen, jetzt. Ich glaube, ich kann dich zum Auge der Helios bringen, aber ich brauche Hilfe. Sorry, dass ich versagt habe. Ich hätte mich nicht hier einsperren lassen dürfen. Yay! Noch ein Slot für Waffen. Wenn du sie befreien kannst, kriegen wir die Verteidigungsanlagen deaktiviert. Dieses ewige Sorry nutzt dich langsam ab. Richtig, sorry. Ich meine, nicht sorry. Ich meine, ich gehe jetzt wieder in Jacks Büro. Dies machst. Die Dinger tarnen sich. Wie geht denn das? Oh, die Stalker. Die haben eine Drüse, die produziert eine Substanz, die Licht beugt. Lustige Kerlchen. Ach, das sind doch die Borderlands 2, oder? Ja. Die waren ganz cool. Vorsicht, Stalker. Stalker-Marke kann auch unsichtbar werden. Was? Die Marke, Videospielmarke Stalker kann auch unsichtbar werden. Nee, leider nicht. Die wird ja, nur alle paar Jahre wieder als irgendein MMO-Quatsch sichtbar. Wo es dann heißt, ja, jetzt endlich das Stalker-MMO, auf das wir uns alle gefreut haben. Dann verschwindet sie wieder. Ja, kommt dann als ohne jemanden belästigt zu haben. PvP-Rotz wieder zurück. Hallo. Ist doch wahr. Bin ich immer noch Herr PvP-Rotz. Nur weil du PvP nicht kannst. Ich hingegen lebe für PvP. Abgesehen davon, ich meine. Du lebst von PvC. Ja, aber abgesehen davon ist das hier ja wohl reines PvP, was wir hier machen. Und du bist ziemlich gut darin, wenn ich das mal so sagen darf. Hier geht es ja auch darum, how to irritate people und nicht how to dominate people. Shoot people in the face. Ihr seid lustig. Haha. You shut your mouth. Wie geht's denn da weiter? Einfach hier gerade. Wie ist denn da draußen auf dem Mond eigentlich gerade so hübsches Wetter? Oh cool. Jack schickt Hilfe. Und ein blauer Himmel. Ich würde ja sehr gern hier rauskommen, aber die Soldaten haben Stalker in mein Büro gesetzt und die sind mit meinen Sachen abgehauen. Da war ein Bild von meinem Kind dabei. Könnten Sie es mir zurückholen? Ich weiß, es klingt dumm, aber wenn ich das Bild von meinem Sohn nicht zurückbekomme, flippt er aus. Er möchte wissen, dass ich an ihn denke. Irgendwie blöd, aber süß. Dr. Langlois hat die Loader mit entworfen, damals, als die Dinger nur Kisten rumschipperten. Cleveres Kerlchen, aber sein Sohn stinkt fürchterlich. So
Boah. Was ist jetzt los? Sitz fest. Was für einen geilen Hut hast du bitte auf, Daniel? Ich habe einen Hut auf? Ja. Schau mal, das ist mein, das ist mein Ding hier. Das ist von deinem Super? Ja, ja. Das ist ein Zauberhut. Natürlich steckt ein Zauberer dahinter. Oder ein Hut. Ja, von denen gibt es aber reichlich hier, von den Kollegen. Hier. Enforcer. Bin ich das eigentlich? Nee, ne? Bin ich ein Enforcer? Ja. Ah, okay. Bin dann ich Junge? War ich noch nicht hoch. Ich bin ein richtiger Enforcer. Ist das eine Glipper-Scheiße hier? Mondstein. Da kann ich mich heute noch daran erinnern, dass der Daniel Maciewski? Dass der mal eine total begeisterte Preview von Borderlands 2 geschrieben hat, wo sie gegen diese Drachenviecher gekämpft haben. Okay. Stimmt drüber, von zwei Drachen begeistert. Okay. Oder sowas in der Richtung. Hyperion gesponserte DNA registriert. Zutritt zu Observationsraum 11B wird gewährt. Ihr gebt für die Gesundheit. Oh, Moment. Wir durften das grandiose Drachendesign bestaunen. Dr. Minte. Episch. Oh, schau mal, was ist hier? Oh, Sie haben das Foto gefunden. Cool. Tja, wäre ich ohne zurückgekommen, mein Sohn hätte seine Fäkalien an die Wand gepfeffert. Sie wissen ja, wie 19-Jährige sind. Ich hab was für Sie. Wie geht's eigentlich Ihrem Sohn? Gut, er hat jetzt eine Freundin. Oh, wow, ehrlich? Nein, war nur ein Witz. Er hat keine. Nein, nie im Leben. Cool. Das ist gemein. ja, dann kehre zurück zu Dr. Langua. Ach, Überraschung, jetzt sind wieder Gegner da. Wer hätte denn das gedacht? So. Ich habe sie mit dem praktischen Säuremarker versehen. Disintegrated. Was hier abgeht, ey. Crazy. Ich lasse sie rein. Oh halt, töten Sie zuerst diese Biester. Natürlich. Biester. Diese Biester. Oh, ich bleibe im Bunker. Großen. Necromancer. Dieser rote pulsierende Kreis, der da auf dem Boden ist, ist übrigens von meiner Heilerdrohne. Wenn ihr euch da reinstellt, dann werdet ihr geheilt. In irgendeinem Spiel war das total scheiße, sich diesen roten Kreis reinzustellen, weil das immer die Zielerfassung für den Orbitalschlag von den Gegnern war. War das nicht bei Evolve ist das, oder? Kann ich das wahrscheinlich nicht lange noch gespürt. Danke.
Dieses hässliche Gesicht hilft mir durch den Tag. Das ist so fies. Ich brauche Munition. Aber es ist tatsächlich ein bisschen komisch, dass es ausgerechnet so ein roter Ring ist. Zum ersten Moment echt so aussieht, als würde man ausgeht. Wir sehen uns in Jacks Büro. Und danke nochmal. Jetzt würde man davon beschädigt. Danke, dass Sie mir geholfen haben mit diesem dummen Familienkram. Man sieht sich, Kammerjäger. Bis dann. Du hast Dr. Long Gua gerettet? Super. Rette noch die zwei anderen Wissenschaftler, dann können wir dich zum Laser bringen. Ah, überall diese verdammten Viecher. Ich habe bei der Abriegelung meinen Teddybären verloren. Und ohne ihn drehe ich durch. Oh. Bringen Sie ihn mir. Ah, Vorsicht! Diese Talks sind Arschlöcher. Was ist denn das immer mit dem Herzen? Das ist Liebe. Ich glaube, ich habe auch jetzt so ein Skill, dass ich, wenn ich irgendwie Schild verliere, dass es um mich rum so eine Heilnova gibt. Die könnt ihr dann nutzen, um euch zu heilen. Das hätte ich gern. Oder es ist Mati aus Indien. Kraft der Liebe. Ich brauche trotzdem ganz dringend Munition, ich habe jetzt überhaupt keine mehr. Nicht mit dem Mondstein das Upgrade gekauft. Mhm. Vielleicht das Falsche. Ich habe ja auch nicht die Waffe bekommen, die ich wollte. Ja, denk mal drüber nach. Warum wohl? Ja. Dr. Torres. Ich habe tatsächlich nur lauter Munition für drei Schuss. Oh, die sind Handfeuerwaffen, aber wer will denn sowas? Ich lasse sie in den Aquariumsektor. Aber bitte, seien Sie vorsichtig. Da ist Munition. Cool. Wetten, der Teddy ist gar kein Teddy, sondern irgendein Riesenviech. Was ist denn Teddy? Ach, der Teddy, ja. Verbindung verloren. Ich bin weg. Bist du weg? Ja. Respawnen sie doch. Ich kann dir nicht beitreten gerade. Wieso nicht? Weil ich dich nicht sehe. Ist ja nicht gut. Dr. Torres hat viel auf dem Feld der Meeresbiologie geforscht. Zum Thema Druckfestigkeit und so weiter. Ich muss mal rauswischen, dass ich wieder reinkomme. So sexy, aber sein Zeug verkauft sich höllisch gut auf Planeten mit viel Ozean. Wir töten hier dabei mal weiter, oder? Nö, ja. Ja. Boah, immer töten hier nur mal. Oh, ist aber hübsch hier. Mit dem Aquarium. Mhm. Very enjoyable. Ey, was rotzen die denn hier rum? I don't like. So, Mr. Tassiter, wir haben einen Sektor der Helios zurückerobert. In Kürze erobern wir den Laser zurück und retten Pandora. Weil ich so toll bin. Ja, toll. Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, dass der Vorstand Ihre Kündigung widerrufen hat. Er steht voll hinter Ihnen. Jawohl, ist mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu arbeiten, Arschloch. Trinken Sie ein großes Glas, habe ich doch gleich gesagt, Saft, und lecken Sie mich da, wo ja, ich kann, Steam kann mich nicht mit Steam Cloud synchronisieren. Mhm. Ja. Das ist halt jetzt die Quittung, ne? Ja, wollte gerade sagen. Aber es zwei Stunden anderen Leuten die Ausrüstung klauen. Hat sich wohl jemand gemerkt, wer da kein guter Mitspieler ist. Falschen Upgrades kaufen und... Ihr wisst halt nicht, wie man Support spielt heutzutage. Das ist halt wieder die Position des Supports. Weiß, Support nach dem Motto, jeder hilft sich selber. Heute interpretiert wird, das ist eine hängende 9. Teilweise auch als hängende 6, je nachdem. Du spielst halt Support so, wie heutzutage User-Support funktioniert. Dazu müsste ich aber gebrochener Deutsch sprechen. Ich kann mich nicht zu Steam verbinden. Verstehe schon. Hast du sie wieder selbst aufgestellt? Ja. Verbindung zu Steam-Netzwerk ist möglich. Möglicherweise wird Steam gerade gelöscht. Ich möchte nicht beunruhigen, die es gerade dieses Let's Play anschauen, aber ich glaube, die nehmen euch gerade eure Steam-Spiele weg. Alle. Alle. Für immer. Denkt mal drüber nach, warum. Wegen mir. Ja. Eine Stunde spielen am Tag war ausgemacht. Machen wir eigentlich, was machen wir eigentlich, wenn sie das mal alles ausmachen? Weiß ich nicht, du hast so dein ganzes Geld da reingepfeffert. Das stimmt allerdings. Meine ganze Altersvorsorge steckt da drin. Ich habe nur mein Geld in Konsolenspiele investiert, die ohne die Day-One-Patches, die sie brauchen, absolut nutzlos sind. Und irgendwann wird es diese Server auch nicht mehr geben.
Oh Mann. Gut, dass ich mir immer noch alles auf Disk, also auf Floppy Disk sichere. Warte, lauf nicht so weiter vor, ich komme hier nicht ran. Häuser kaufen, wo ich die Floppy Disks drin lagere. Für ein Spiel. Die Call of Duty Villa. Nicht etwa das Geld, was ich damit verdient habe, sondern der Lagerplatz. Kannst du mich aufstellen? Dich? Richtig. Ich komm mir echt dämlich vor. Danke. Jetzt ist er wieder da. Oh. Extra das Kabel angeritzt. Was? Vom Internet allgemein. Nee, vom Müllemann falsch. Ups. Prophylaktisch. Spätes Geständnis. Hat der Partei auch nicht geholfen. Aber der wusste das schon viel früher, dass das alles keinen Zweck mehr hat. Der Jürgen. Bitte? Der Jürgen. Ja. Hat sich gedacht, boah, ja, sollen die sich mal noch ein paar Jahre da zum Affen machen vor allem. Da mach ich lieber gleich Schluss. War das am Ende eigentlich ein Unfall oder war das, Keine Ahnung, oder weiß man es nicht? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das ein Unfall war. Also der hatte genug Gründe, dass es kein Unfall war. Vorher noch gerufen, so, jetzt ist aber, jetzt reicht's. Das macht ja die ganze Affäre, was heißt Affäre, die ganze Geschichte eigentlich so langweilig, muss ich schon bald sagen. Nee, eben nicht. Ist das, dass ich es früher mal komisch fand, dass die sagt, dass sowas auch eine Affäre sein kann? Wieso? Ja, Affäre kannte ich so als Wort immer nur so von, naja, ach so. Affäre halt. So als Kind. Nee, das ist ja immer Jugendlicher. Das Möllemann-Ding, das ist ja eher öde. Oh, Barschel, das war mal. Das hat der Klasse. Wer hat die Klasse? Uwe Barschel. Ach so, die Badewannengeschichte. Stell mich einer auf, stell mich einer auf, stell mich gleich vor. Ich versuche ja zu euch zu kommen, aber ihr seid so weit weg. Danke, danke, danke. Boah, das ist ja geil mit den ganzen Fischen hier. Fisch. Fischileins. Warum hat der sich dann eigentlich nochmal in die Badewanne gelegt? Da war doch auch unten. Das weiß man ja nicht, ob er sich da reingelegt hat oder ob ihn da nicht vielleicht jemand anders reingelegt hat. Ja, aber was war denn der ganze Heckmeck da drum? Boah. Wo ging's denn damals? Also es war Ministerpräsidentenwahl in Schleswig-Holstein. Und wie war denn das nochmal? Ich hab's, glaube ich, sogar irgendwie letztes Jahr oder so in der Doku nochmal gesehen, aber natürlich. Boah. Am Abend vorher stellte sich raus, dass der Barschel, lasst mir mal die MGs bitte hier liegen. Dass der Barschel angeblich einen Typen engagiert hatte, dass der Schmutzwäsche über Björn Engholm seinen Gegenkandidaten rausfinden soll. Ja. Alles Mögliche, dass der AIDS hat und sonst was. Ja. Und der Barschel hat dann in dieser Pressekonferenz sein Ehrenwort gegeben, dass es nicht stimmt, dass er damit nichts zu tun hat. Stellte sich heraus. Ich gebe den hier versammelten Journalisten mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Dann flog er nach Genf. Ne, erst war er irgendwie Mallorca oder so. Mallorca. Ne, Gran Canaria. Und dann flog er nach Genf, um da einen gewissen Roloff zu treffen, der angeblich Material zu seiner Entlastung habe. Dann haben sie am nächsten Tag in der Badewanne in dem Hotel Borivage gefunden. Übrigens das gleiche Hotel, in dem auch Kaiserin Sissi von Österreich gestorben ist. Die ist also gestorben, Leute, aber ich sehe die auch ständig in irgendwelchen Filmen. Naja, es sei denn, man steht auf Promi-Tode. Vielleicht kriegt man auch gleich das gleiche Zimmer wie der Uwe. Vielleicht gibt es das sogar als richtiges Programm. Ja. Uwe Barschel, das Uwe Barschel-Bad. Entspannend, ja, als wären sie tot. Legen sie sich mal so hin. So, und jetzt noch den Kopf ein bisschen zur Seite. Sehr schön. Ja, da waren und dann gibt es wie bei einer Achterbahn so ein Foto. Direkt in der Zeitung. Ausgang dann lösen kann. Nee, da waren ja dann die Spuren so merkwürdig, was sie da alles gefunden haben. Das ist alles ganz. Was für ein geschmackloses. Von einem Bär. Let's Play das ist. Ja, und jetzt fangen sie auch noch an, über solche Sachen zu reden. Ich werde einen anderen Kanal in Zukunft konsultieren. Für so geschmackvollere Themen. Niveauvoll Let's Play. Ja. Niveau P. Niveau P. Zap, zarab.
Blink, blonk, blink. Was dir zerrissen hat. Voll fies. Du lieber Gott, was gibt's denn hier alles? Ich brauche dringend ein Level-Up, weil ich alle Waffen, die ich finde, dafür bin ich noch zu schwach. Ja, das geht bei mir auch so. So, jetzt müssen wir irgendwie das Wasser ablassen, dann ist der Bärlieder angeblich drin. Was gibt's hier? Schnellreise-Dings. Und da ist das Wasserablass-Dings. Ich lass mal ab, ne? Lässt du ab? Das ist was anderes mit der Wasser. Guck, da läuft's, fließt's davon. Ich drehe mich hier auf. Und der Bärli ist wo? Oh, es ist einfach nur ein Teddybär. Da steht, mit Gewalt und Wissenschaft. Hm? Die Füllung ist feucht. Sind sie frei. Was ist denn das Ekliges? Lässt uns jetzt rein? Ja. Ding dong. Krieg ich meinen Teddybären? Er beruhigt mich. Danke für den Teddy. Ich hab schon viel weniger Angst. Ich lasse sie in das nächste Areal. Ja, ich glaube, es ist so spät, um die Uhrzeit will ich nicht mehr länger angeschrien werden. Die Leute auch nicht. Deshalb, machen wir mal eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.